Das ist schon mal eine Sache zu verstehen, wie ist das hier alles erschaffen und wie ist das erschaffen worden, wie ist der Ursprung der Zeit, wer ist der Ursprung dieses Universums, wer ist der Ursprung dahinter, der Erschaffer dieser des Universums oder von Vishnu. Aber dann auch zu hören hier, dass Krishna selbst sagt, Welten, also es gibt mehrere Welten, das ist auch nochmal ein Punkt, so was uns hier offenbart wird. Wir denken immer, wir haben nur ein Universum, aber in den Veden wird erklärt, es gibt viele Universen. Und es gibt viele materielle Planeten und viele materielle Welten, aber es gibt auch viele und endlose spirituelle Planeten und Welten. So. Klar gibt es nur eine Welt, die Vaikuntha-Welt in der spirituellen Welt, aber da sind so viele verschiedene Planeten, wo genau auch diese wunderbare Form, die hier beschrieben wird, diese wunderschöne Vishnu-Form, rezidiert und verehrt wird durch seine Devotis. Und so wie die Parachetas hier dieses Glück haben, sozusagen direkte Ehrbietung dem Herrn darzubringen, so ist es sozusagen diesen Lebewesen in der spirituellen Welt auch möglich, direkt dieser spirituellen Form direkt einen Dienst darzubringen. So. Und die Parachetas sind sehr vom Glück begünstigt, weil was haben wir? Wir bringen eigentlich auch jeden Tag durch die Barmherzigkeit Srila Prabhupadas und durch die Verehrung unserer vorangegangenen Acharyas und ihrer Barmherzigkeit sind wir eigentlich genau auch in dieser Lage wie die Parachetas. Klar, die Parachetas haben Gott direkt gesehen, konnten mit ihm sprechen. So, das ist nochmal vielleicht ein höherer Punkt, aber wenn wir mal wirklich genau schauen, obwohl wir so bedingt sind und nicht so reine Gottgeweihte sind und nicht 10.000 Jahre meditiert haben und so uns so wirklich so hingegeben haben wie die Parachetas, trotzdem haben wir auch sehr große Barmherzigkeit bekommen. Nämlich, dass wir eigentlich auch in der Lage sind, wie die Parachetas. Und wie kann man das vergleichen? Wir haben zum Beispiel jeden Tag, sehen wir auch die Bildgestalten. Wir sehen die Gottgeweihten, aber speziell die Bildgestalt. Die ist nicht verschieden von Gott. Wir chanten den heiligen Namen, der ist nicht verschieden von Gott. Wir haben sozusagen die ganze Zeit Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Aber sind wir uns darüber bewusst? Nein. Weil wir immer noch nicht diese Sicht haben. Und das ist sehr schade. Wenn wir wirklich diese Sicht hätten, was wir eigentlich machen, dann würden wir in Ekstase chanten, dann würden wir in Ekstase die Detis verehren, wir würden in Ekstase aus dem Srimad Bhagavatam hören und wir würden uns denken, hör niemals auf, ich will immer weitermachen, immer weitermachen. Aber weil wir noch nicht diese reine Sicht entwickeln, werden wir förmlich gezwungen dazu, aber dieser Zwang, den uns Prabhupada sozusagen gibt, in Form dieser ganzen Programme, in Form dieser ganzen Ablauf, führt uns eigentlich zu dieser reinen Liebe, nach der wir uns eigentlich sehen. Und die Parachetas auch, sie wurden gereinigt durch den hingebungsvollen Dienst, was sich damit beschäftigt haben. Und genauso werden wir auch gereinigt im hingebungsvollen Dienst, durch die Programme, durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, bis wir dann an irgendeinem Punkt immer das machen, was wir sowieso machen, aber an irgendeinem Punkt macht es Klick. Und wir denken so, wow, jetzt kann ich wirklich Krishna wertschätzen. Im heiligen Namen, kann ihn wirklich sehen auf dem Altar und denkt nicht nur einfach, oh, das sind Marmorfiguren oder Holzfiguren oder ein Bild. So, wir verstehen nicht, dass es immer diese direkte Verbindung eigentlich da ist und wir sie eigentlich gar nicht wahrnehmen können oder teilweise sogar ablehnen. So, krass gesagt, wir lehnen es ab. So, und das ist sehr schade. Wenn wir uns aber öffnen würden dazu und verstehen würden, dass das alles Zugänge sind, die Krishna uns gegeben hat, in Form seines Namens, in Form seiner Bildgestalt, in Form seines Prasadams, in Form der reinen Gottgeweihten, in Form der Schriften oder in Form dieser Mantras, die wir jeden Tag singen und Gebete und alles, dieses ganze Komplettpaket, was wir kriegen im Bhakti-Yoga, bringt uns eigentlich genau auf diese Ebene, dass wir auch das verstehen dürfen. Was die Parachetas hier verstehen, nämlich wer der höchste Herr ist und wer der Ursprung ist. Und die Parachetas hatten das große Glück, dass sie Shiva getroffen haben. Und Shiva hat sie sozusagen eingeweiht mit einem Mantra und hat ihrem spirituellen Vorgang gegeben. Und so kommen sie jetzt, weil sie dem gefolgt sind, was ihr spiritueller Meister ihnen gegeben hat, sind sie genau an diesem Punkt gekommen. Und genauso sind wir auch in dieser glücklichen Lage, dass wir auch einen spirituellen Meister haben. Oder wir auch mit einem rein gottgeweihten Kontakt haben, nämlich mit Srila Prabhupada und er uns auch diesen perfekten Vorgang gibt. Er gibt uns einen Mantra, er gibt uns einen Vorgang und wenn wir dem folgen, dann werden wir genau dasselbe erkennen können. Schon in diesem Vorgang oder noch einen Schritt weiter, was auch die Acharyas schreiben, wo es auch Bücher gibt drüber, wo es auch das zum Thema hat. Da gibt es ein Buch, mir fällt jetzt nicht ein den Namen, aber da wird auch beschrieben,
dass eigentlich das höchste Ziel ist, dass wir als Lebewesen hier so rein werden sollen durch den hingebungsvollen Dienst, dass es an einem Punkt wir Krishna hier sehen können und dürfen. So. Stellt euch das mal vor. Und dass wir ihn dann sehen, wir sehen ihn und dann verschwindet er wieder. Und dann haben wir noch mehr Separation und dann werden wir ihn so vermissen, dass wir dann erst recht zu ihm gehen. So. Aber dass das eine Segnung ist, das kann passieren. Und das ist vielen Gottgeweihten passiert. Und das steht im Bhagavatam, das steht, wenn wir uns mit den hohen Devotis auseinandersetzen, da ist von vielen ist das genau das passiert, was in Prajedas passiert ist, dass Krishna sich oder Vishnu sich offenbart hat und dadurch die Devotis noch mehr gesegnet hat. Und das kann uns auch passieren. Aber alles, was wir machen, ist schon diese Vorstufe davon eigentlich. Aber sind wir uns dafür bewusst? Nein, wir sind nicht darüber bewusst. Wir üben eigentlich genau in diesem Moment, dass wenn das passieren sollte, wir auf einmal Vijaya Gauranga Dhonital angucken und auf einmal spricht Gauranga mit uns. Oder Nityananda gibt uns irgendwie, winkt uns zu oder keine Ahnung, blinzelt uns zu. Wie reagieren wir dann? So. Wir würden bestimmt total ekstatisch werden. So. Das ist normal. Wir würden total ekstatisch werden. Und so sind die Brajedas auch hier total in Ekstase. Und wir lesen das und denken, ah, das ist so weit weg. Aber eigentlich ist es nicht weit weg. Wir haben das hier schon. Wir müssen nur verstehen, dass wir genau dasselbe machen wie die Prajedas. Bloß die Prajedas waren sehr ernsthaft und sehr hingegeben. Und sind wir sehr ernsthaft, sehr hingegeben? Meistens nicht. Aber wenn wir das machen, wenn wir wirklich dem Vorgang folgen, kann uns genau dasselbe hier offenbart werden. Und das ist eigentlich eine schöne Meditation. Und dann können wir vielleicht selber eins zu eins irgendwann die höchste Form erblicken. Und dann auch so eine schöne Gebete darbringen, wie hier die Prajedas. Und den Herrn lobpreisen und ihm direkt die Ehrbietung darbringen. Aber trotzdem sollten wir nicht warten, bis das passiert, sondern jeden Tag können wir Ehrbietung darbringen. Zum Herrn, zu Srila Prabhupada. Und haben sozusagen das schon zum gewissen Maß. Aber wir sind uns darüber nicht bewusst. Und deswegen lass uns daran arbeiten, dass wir sozusagen das wahrnehmen und dass wir die göttliche Form wahrnehmen und dass wir ihm sozusagen folgen und dass wir verstehen, dass er in unserem Herzen ist und alles sieht, was wir machen. Und er derjenige ist, der sich durch unser Herz, durch unsere Liebe sich offenbaren kann, sodass wir ihn sehen können. Eins zu eins. Und ja, das sollte das Ziel sein.